Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge OMSI 2. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seht's, es ist wieder kalt, es schneit und wir sind unterwegs in Grefrath, denn pünktlich im Adventskalender von OMSI Webdisk gab es gleich im ersten Türchen nämlich ein wundervolles Szenario, welches wir hier heute fahren. Das Ganze dauert so um die 13 Minuten. Wir starten am Grefrath Hauptbahnhof und werden jetzt hier zwei Weihnachtsmärkte abfahren. Dementsprechend coole Sache, steigt mit ein und lasst uns mal hier diese wundervolle Fahrt hier genießen. Das Ganze natürlich hier mit dem Citybus, dem neuen DLC, der jetzt hier frisch erschienen ist. Und ihr seht, ich habe ein bisschen was mit dem Set was hier eingestellt, denn wir haben nämlich andere Spiegel jetzt drin. Wir haben, glaube ich, die Dachaufbauten jetzt runtergenommen und so weiter und so fort. Das könnt ihr ja über dieses Set was ja komplett einstellen, so wie ich es ja schon mal gesagt hatte. Wir können hier die Sitze, oh, wieso schneit es denn hier rein? Das ist natürlich ein bisschen unschön, ja, dass es jetzt hier reinschneit. Ist das jetzt ein Fehler vom Bus oder ist das jetzt, keine Ahnung. Wir haben hier zum Beispiel auch hier oben eine andere Anzeige und alles was. Die Tür, die habe ich mal überarbeitet. Ja, hier, das deckt euch mal weg, weil das ist normalerweise eigentlich nicht der Fall. Ja, da kommt ein bisschen Regelbus durch. Immer wieder Schande über mein Haupt. Aber nun, so ist es. Und dementsprechend könnt ihr das ja halt über die Setwas ja halt so einstellen, wie ihr das Ganze möchtet. Und ja, wir werden uns, wie gesagt, das Ganze jetzt angucken. Wir werden jetzt hier mal unsere kleine Runde drehen und werden uns mal das Weihnachtsszenario angucken. Wie gesagt, 13 Minuten, ein bisschen zu kurz leider für eine Leitstellenfahrt, sonst wäre das die ideale Karte gewesen. Aber hat auch nur 3 Umläufe und das ist natürlich ein bisschen wenig, um damit, wie gesagt, halt eine Leitstelle bedienen zu können. Schade, ja, wirklich schade, aber naja. Mal gucken, was uns die Tage noch so erwartet. So, wir befinden uns hier in unserem Bus, wie ihr so unschwer sehen könnt. Deswegen, ich werde den jetzt mal starten. Ja, Ampel wird jetzt grün. Hahaha, witzig. So, wenn wir jetzt mein Lenkrad hier kurz mal gerade machen. Es gab ein kurzes Update, glaube ich, für den hier. Denn da hat man hier die Tasten nochmal angepasst. Denn der Motor startet jetzt wieder auf einer anderen Taste. Mysteriös, oder? Aber so ist es. Aber es schneit hier in den Bus rein. Das ist voll blöd. Hier. Wir haben auch nicht viele Haltestellen. Übrigens, was ich euch letztes Mal nicht gezeigt habe, ist das hier. Wir können Spiegel einstellen. Das geht wohl mit der Seite auch, aber ich glaube, das geht nur von außen. Das ist ein bisschen blöd. So. Achso, du willst das haben. So, Treibernummer. Sehr schön. Dann können wir hier schon mal die Heizung auf volle Pulle machen. Wenn es hier warm wird, schon mal Licht überall anmachen. Wie war der Code? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. 3296. 3296. Mal Scheinwischer anmachen. Ach, wisst ihr was? Wir ziehen schon mal vor. Wenn wir schon mal dabei sind. Dauert eh jetzt noch seinen Moment. Wir müssen eh drehen. Komme ich überhaupt rum? Ah ja, komm mal rum. So, Bus ist frei. Das ist schon mal löblich. Wir müssen halt höllisch aufpassen schon wieder. So, nach Wilhelmplatz. Bus wird es nicht wirklich warm. Wo hier alles auf volle Pulle steht. Oh, Wettergrün. Ich fahre jetzt einfach, sonst kriegen die da wieder.
Hallo. 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 So, Kurzstrecke. Seht, ne, wir sind jetzt hier auch komplett jetzt hier eingebaut, jetzt hier. Also Hallo. Uns kann keiner mehr was hier. Das ist da schon mal sehr, sehr angenehm. So, jetzt haben wir natürlich noch 2 Minuten. Ich werde die mal jetzt leider vorspulen. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. So, will da jemand mit? Keiner, einer? Na dann, Abmarsch. Der Bus wird nicht warm. Warum nicht? Der Bus scheint nicht für kalte Bedürfnisse hier zu sein. Der ist schon eine volle Pulle. Ach, die meine Güte. Auf jeden Fall eine interessante Fahrt jetzt. Zumindest wird er jetzt ein bisschen wärmer. Rüber durchgerutscht, würde ich sagen. Großartig. Da sind wir einfach durchgerutscht. Da ging nichts mehr. Kannst du hier keinen Sand leider vor der Reifen schmeißen, wie beim Zug. Oh, das ist spiegelglatt hier. Gib doch Gas! Ja, Miss Marple steht wieder hier vorne, verstehst du, so, dass ich nicht mal irgendwie an ihr vorbeigucken kann.
Das wird jetzt auch ziemlich lecker gleich. Also so wie ich es auch gesagt hatte, ne, also man kann die Kasse natürlich nicht austauschen über das Set was. Also das ist die einzige Kasse, die echt hier mitgeliefert wird. Und das finde ich ein bisschen schade. Lieber ein bisschen geschmeidiger machen hier, bevor es hier nachher wieder knallt. Wäre mal schön, wenn wir mal hier eine Linie ohne Unfall schaffen würden. Da drüben haben wir den Weihnachtsmarkt. Da ist er. Hallo. Guten Tag. Hallo. Schon cool. Leider jetzt aber abfallen. Wir gucken uns gleich den nächsten an. Ja, da waren wir gerade.
mal kurz nachladen hier bitte. So. Den haben wir es gleich geschafft, Leute. Puh. Schon eine sehr rutschige Partie hier heute. Hier in Grefrath wird scheinbar kein Schnee geräumt. Um 15 Uhr oder sowas ist das hier. Also es ist hier Schneefall und kein Räumungsfahrzeug. Schande. Das ist der Bus schön warm geworden mittlerweile. So, laut dem müssen wir hier rein. So, da haben wir den Weihnachtsmarkt. Großartig. So, wundervoll. Ich weiß zwar nicht, wo ich mich jetzt hier hinstellen soll. Auf dem soll ich mich jetzt hier mitten hinstellen. Ach so. Verstehe. Oder auch nicht. Wir hätten einmal rings rumfahren müssen, wa? Okay, wir können hier stehen bleiben. Alles klar. Dann lassen wir ihn hier auch stehen. So, dann können wir noch ein Foto machen. Tja, Leute, also das ist wie gesagt der Weihnachtsshuttle, den es jetzt, wie gesagt, kostenlos auf die Webdisk gab. Ja, also der war im ersten Advent-Türchen drin gewesen. Und eigentlich eine coole Sache, mag ich sehr gerne, ja, wenn man dann halt so eine kleinen Sachen hier mal mit reinpackt, in so eine kleinen Gimmicks, so schöne kleine Geschenkchen. Ja, müssen ja nicht immer so Sachen sein, ja, die man jetzt eventuell nicht benötigt, ja, also wie irgendwelche Gegenstände, sondern so solche einfachen Szenarien, wo man so ein bisschen Weihnachtsmarkt und sowas, einfach um diese Zeit gemeinsam hier toll zu machen. Das ist natürlich für mich absolut großartig.
Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze findet. Wir haben die Fahrt hier heile überstanden, bin ich sehr glücklich drüber. Jetzt natürlich das Ende, hätten wir einmal rumfahren müssen. Wenn man es natürlich weiß, dann macht es Sinn, ja. So allerdings, wie gesagt, ja, haben wir es trotzdem geschafft. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann bleibt nur noch zu sagen, Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.